Der Film beginnt und wir werden ins Jahr 2002 gebracht, wo wir ein Paar in einem Auto sehen. Eine Frau namens Julia schreit aus voller Kehle auf ihren Mann. Ihr Baby weint auf dem Rücksitz, aber sie ignorieren das und streiten weiter. Vater Felix ist auch wütend auf seine Frau Julia, weil sie ihn beschuldigt, sie mit einer anderen Frau, die sie kennt, betrogen zu haben. Felix bestreitet jedoch diese Anschuldigungen und Julia verliert jetzt die Ruhe. Ihr wird gesagt, dass sie einige psychische Probleme hat und sie ihre Wut nicht mehr kontrollieren kann. Als wir wissen, dass ihr Auto abstürzt, ist Felix tot, nachdem er sich den Kopf geschlagen hat. Die Szene wechselt dann auf 17 Jahre später. Katie wurde kürzlich zur Direktorin ihrer Schule befördert und ihre Freunde haben sie eingeladen, ein Wochenende in einem sehr schicken Hotel in der Nähe des Strandes zu verbringen. Später trägt Katie ein attraktives und freizügiges Kleid und sitzt am Hotelpool. Jan bemerkt sie und mag, was er sieht. Sie mag eine Mutter sein, aber sie ist trotzdem sehr attraktiv und er nähert sich ihr sofort. Sie fangen an zu reden und Jan versucht sie zu beeindrucken, aber es scheint nicht zu funktionieren. Er springt dann in den Pool und bittet sie, sich ihm anzuschließen, und als sie sich weigert, taucht er unter und Katie denkt, dass er ertrinkt, und springt ein, um ihn zu retten. Er lacht und sagt ihr, dass er gerne unter Wasser sitzt, um seinen Kopf frei zu bekommen. Er sagt dann, dass Katie heiß ist und sie gehen zusammen in ihr Zimmer. Jan macht einige Schritte auf sie und Katie zögert. Sie sagt ihm, dass sie nicht gerne so mit kleinen Jungs ausgeht, aber er ist sehr überzeugend und gewinnt sie schließlich. Sie verbringen die Nacht zusammen und als Katie am nächsten Morgen aufwacht, sieht sie, dass Jan bereits gegangen ist und dass er ihr eine Blume hinterlassen hat. Katie trifft sich mit ihren Freunden und geht. Währenddessen ist Jan in seinem Auto und hält ein Foto von Katys Tochter Brie in der Hand. Er kehrt dann nach Hause zurück und wir wissen, dass er bei seiner Mutter und seinem Stiefvater lebt, mit denen er keine guten Beziehungen hat. Er versteht sich überhaupt nicht mit seinem Stiefvater, einem Drogendealer. Dann sehen wir seine Mutter, die oft krank ist, und Jan tut sein Bestes, um sich um sie zu kümmern. Inzwischen ist Katie wieder zu Hause und bereitet sich auf die Schule vor. Es ist ihr erster Tag als Schulleiterin und ihre Tochter Brie ist auch bereit, sie zu begleiten. Wir wissen, dass Brie introvertiert ist und keine Freunde hat. Als sie in der Schule ankommen, entdeckt Katie Jan und sie ist schockiert, ihn dort zu sehen, aber bevor sie ihn einholen kann, verschwindet er in der Menge. Katie denkt, dass sie sich irren könnte, dass es ein anderer Typ sein könnte, der wie er aussieht. Sie geht in ihr Büro, während Brie in ihre neue Klasse geht. Der Lehrer hat bereits mit dem Unterricht begonnen. Als Jan ankommt, wissen wir, dass es auch Jans erster Schultag ist. Er setzt sich neben Brie und sie stellen sich vor. Am Ende des Kurses geht Brie in die Kunstgalerie, um sich einige Gemälde anzusehen. Wenn sie von drei Schülern angesprochen wird. Sie wollen mit ihr befreundet sein und sie in ihre Gruppe aufnehmen, sagt Brie ihnen, dass sie ihre Mutter fragen wird. Steve macht sich über sie lustig und Jan greift ein und beschuldigt ihn, sich über Bries Sprachbehinderung lustig gemacht zu haben. Sie werden dann von Katie begleitet, die ihnen erlaubt, Brie herauszunehmen. Sie gehen auf Pizza und sprechen über Jan. Gina erzählt Leslie, dass sie einmal mit Jan zusammen war, aber sie haben sich vor langer Zeit getrennt. Brie wird dann von Jan begleitet, der sehr nett zu ihr ist. Sie findet das seltsam, weil sie von hübschen Jungs gemobbt wird. Am nächsten Tag, als Jan und Brie gemeinsam das Klassenzimmer betreten, ist auch Katie anwesend. Als sie Jan sieht, gerät sie in Panik, weil sie mit einem Typen geschlafen hat, der an der Schule studiert, wo sie Direktorin ist. Katie geht sofort in ihr Büro und fragt ihre Assistentin nach Informationen über Jan. Sein Hintergrund zeigt, dass er ein sehr gefährlicher Student ist. Sie weiß auch, dass er Wutprobleme hat und dazu neigt, gewalttätig zu sein. Er hatte viele solcher Vorfälle an seiner ehemaligen Schule. Katie ist jetzt besorgt, dass sie nicht weiß, wie sie mit Jan umgehen soll, also ruft sie ihre Freundin Megan an und sagt ihr, sie solle sofort zu ihr nach Hause kommen. Als Katie geht, sieht sie, dass Jan bei ihrer Tochter sitzt und zieht sie von ihm weg. Im Auto erzählt sie ihrer Tochter, dass sie nicht mehr mit Jan reden darf. Sie erzählt ihr von seinem Hintergrund und fügt hinzu, dass er kein guter Kerl ist. Sie lässt ihre unschuldige Tochter erkennen, dass Jan gefährlich für sie sein könnte.
Bri weigert sich jedoch, auf ihre Mutter zu hören, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben jemanden gefunden hat, der sie mit solchem Respekt behandelt. An diesem Tag schickt Katie ihre Tochter mit ihrem Ex-Mann Ben los, um eine Lösung für ihr Problem zu finden. Ben bringt Bri in ein Restaurant, wo Jan ankommt und ihr anscheinend folgt. Er spricht mit ihr, während ihr Vater auf die Toilette geht. Als Ben herauskommt, fragt er Jan, wer er ist, und Jan stellt sich respektvoll vor, bevor er geht. Nach ihrem Ausflug kehrt Ben nach Hause zurück, um Bri abzusetzen und mit Katie zu sprechen. Er erzählt ihr auch von Jan und Katie macht sich noch mehr Sorgen. Sie sagt ihm, dass Jan kein guter Kerl ist und dass sie keine Ahnung hat, was er versucht, indem er ihre Tochter verfolgt. An diesem Abend schmiedet Katie einen Plan. Sie geht zur Schule, findet einen großen Dolch und legt ihn in Jans Spind. Am nächsten Morgen befahl sie, alle Schließfächer des Schülers zu durchsuchen. Als sie Jans durchsuchen, finden sie den Dolch, den Katie dort versteckt hat. Sie hat nun eine Entschuldigung gefunden, um ihn in ihr Büro zu rufen, und als er ankommt, fragt sie ihn, warum er das alles tut. Wir wissen dann, dass Jan in dieser Nacht nach seinem Plan im Hotel war und dass er alle Informationen über Katie über Bries soziale Netzwerke fand. Jan erzählt Katie, dass er sogar ihr Treffen im Hotel gefilmt hat, und Katie ist entsetzt, dies zu sehen. Er sagt ihr dann, dass er 50.000 braucht, oder jeder wird sehen, wie sie Spaß mit einer Schülerin von ihrer Higgs-Schule hat. Er sagt, dass sie eine intelligente Frau ist und natürlich ihre Karriere retten möchte, da sie eine hoch angesehene Frau ist. Er sagt, wenn sie ihm das Geld bezahlt, lässt er Bri in Ruhe. Katie sagt ihm, er solle nichts Dummes tun, denn wenn das Video herauskommt, könnte er auch im Gefängnis enden. Aber er wird nicht zuhören. Er informiert sie, das Geld so schnell wie möglich bereit zu machen, sonst ruiniert er ihr Leben und das ihrer Tochter. Katie weigert sich, weil sie ihm überhaupt nicht vertraut, und fügt hinzu, dass sie weiß, dass er nicht aufhören wird, sie zu erpressen, auch wenn sie das Geld bezahlt, also beschließt sie, ihm keinen einzigen Cent zu geben. Später an diesem Tag folgt Gina Jan zurück zu seinem Haus. Dort angekommen streitet er mit seinem Stiefvater. Jan verliert seinen Verstand und ersticht ihn. Er beschließt, ihn zu töten, aber dann taucht Gina auf. Er fragt sie, was sie dort macht, und sie sagt ihm, dass sie wieder zusammenkommen will, und fügt hinzu, dass sie ihn liebt. Er ist jedoch sehr wütend, denn Gina unterbrach, was er vorhatte zu tun. Er sagt ihr, sie solle da raus, und folgt ihr gewaltsam zu ihrem Auto. Er nimmt dann einen Baseballschläger und zerschlägt ihr Autofenster und sagt ihr, sie solle zur Hölle raus. Sie hat wirklich Angst und ist traumatisiert. Sie schafft es kaum lebend heraus. Er kehrt dann ins Haus zurück und schlägt seinen Stiefvater brutal zu Tode. Seine Mutter ist in einem Zimmer. Er geht zu ihr und sagt ihr, sie solle sich für ein paar Tage nicht bewegen, und fügt hinzu, dass er bald für sie zurück sein wird. Er schleicht sich dann in die Schule, um mit Bri zu sprechen. Er bittet sie, mit ihm zu kommen, damit er Katie wieder erpressen kann. Katie weiß, dass ihre Tochter nicht in der Schule ist. Gina sagt ihr, dass sie mit Jan ausgeht. Katie ruft sofort Bri an, aber Jan nimmt das Telefon und sagt ihr, sie soll ihn bezahlen, sonst wird sie es bereuen. Jan sagt ihr, wenn sie es wagt, die Polizei zu rufen, wird er ihre Tochter schwer verletzen. Sie ruft sofort Megan um Hilfe. Beide kümmern sich sofort um das Geld, nachdem Katie alles erklärt hat. Währenddessen sehen wir Jan mit Bri in seinem Auto wegfahren. Sie fragt ihn, wohin er sie bringt und warum er sich so seltsam benimmt. Jan sagt ihr, dass ihre Mutter eine Hure ist. Bri ist verängstigt und verwirrt. Jan zeigt Bri seine Waffe und sagt ihr, dass sie seine kleine Schwester ist und dass er sie beschützen muss. Es verrät uns, dass der kleine Junge, der zu Beginn des Films im Auto weinte, Jan war, und Felix, sein Vater, eine Beziehung zu Katie hatte und infolgedessen Bri geboren wurde. Er beschuldigt Katie, seinen Vater getötet zu haben, denn die Affäre seines Vaters mit Katie hat Julia dazu gebracht, das zu tun, was sie in dieser Nacht getan hat. Und dann ging sie in Depressionen, sie war seitdem so, er enthüllt, dass Katie sein Leben und das seiner Mutter ruiniert hat, und er erzählt Bri, dass er mit ihrer Mutter geschlafen hat. Dann tritt Bri ihm ins Gesicht und rennt davon, Katie und Megan treffen Jan und Bri am Drop-Off-Point. Megan bleibt im Auto und wird in 10 Minuten die Polizei rufen, falls Katie nicht auftaucht. Katie geht hinein und sagt Jan, dass er es ruhig angehen soll, und fordert ihn auf, Bri gehen zu lassen.
Käthe gibt zu, eine Affäre mit Jans Vater zu haben und belügt Bri über ihren wahren Vater. Käthe entschuldigt sich, aber Bri fühlt sich von ihrer Mutter betrogen. Jan ist dabei, Bri zu erschießen und Käthe tritt Jan und sie fallen aus einem Fenster im zweiten Stock. Käthe überlebt den Sturz, aber Jan stirbt. In der letzten Szene des Films sehen wir Käthe, Bri und Ben zusammenleben und das Leben läuft gut für sie, während Jans Mutter allein gelassen wird, und damit endet der Film. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren.